So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und ich habe keine Ahnung, was beim letzten Mal passiert ist. Ich glaube, das war ein diverses Level von Alina. Schon wieder ein paar, nicht ein paar Wochen, aber eine, glaube ich, ungefähr her. Gucken wir mal, was hier sich getan hat. Und ansonsten habe ich einen anderen Plan, was wir spielen können. Aber erstmal schauen wir hier. Ah ja. Zwei Alina-Level, ein Speedrun. Ich habe riesigen Angst vor Speedruns von Alina. Mittlerweile aus Gründen. Und The Challenging Rooms Winter. Gucken wir uns das doch mal an. 2,05 klingt allerdings schon angenehmer als die anderen, die wir hatten. Dann ist das vielleicht machbar. Wir schauen mal rein. Und 18 Minuten, ja, Sekunden, ist klar, bei einem 20 Sekunden Speedrun. Ergibt Sinn. Und je nachdem, ob wir in dem Part hier noch dazukommen, werde ich mir auch mal vom lieben Josen ein paar Level angucken. Und da bin ich sehr gespannt, was er so gebaut hat. Ob er auch hier es schafft, diesen gemeinen Josen-Stil zu bauen oder halt nicht. Was tue ich denn? Erstmal wieder reinkommen. Das ist am Anfang rutschig, das ist ein bisschen irritierend. Nee, ist es gar nicht. Quatsch. Habe ich mir eingebildet, weil so wolkig war. Da dachte ich, es ist rutschig. Der kommt bestimmt zurück. Der kommt zurück, aber ich muss den auch nutzen. Ah, und dann darüber? Okay. Also bisher sieht das alles okay aus. Klar, am Anfang springe ich noch die ganze Zeit daneben, aber das ist ja alles nur eine kleine Trainingssache. Nichts, was irgendwie schwierig wird, wenn man es ein bisschen eintrainiert hat. Okay. So, ja, man kommt Stück für Stück weiter und ich weiß halt nicht, was kommt, deswegen werde ich dann immer erstmal sterben, bis ich dann die Stellen verstanden habe. Ich denke, viel schneller kann man aktuell da auch nicht sein. So, jetzt weiß ich, ich muss hier rüber, ich muss dahin und... Den muss ich irgendwie antriggern. Den muss ich irgendwie antriggern. Plopp. Und am Ende kommen dann wieder die Swingboards, ey, dann raste ich aber aus. Uff. Please no. Please no. So, zack. Zack, zack. Also muss ich den erst treffen, dass der runterfällt und dann nehme ich über den Mole, nehme ich den wahrscheinlich ein Stück darüber. Irgendwie so, keine Ahnung, wir werden sehen. Irgendwie so muss das gehen. Erstmal wieder hinkommen. Genau. Und da warten wir jetzt, bis die Bombe explodiert. Und dann... Und dann sind wir zu unfähig für den Rest. Aber da war schon das Ziel. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ah, was war das? Das war wieder super dumm. Das war... Ja, weiß ich nicht. Komplett unnötig. Aber hey. Darf auch passieren. Wenn wir es in weniger... Wenn wir es in weniger als 50 Versuchen schaffen, haben wir zumindest... sind wir über dem Durchschnitt mit 2%. Das ist ja auch was. Plop, 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 plop. So, zack. Eigentlich kann jetzt nichts mehr.
außer ich schieße es in die falsche Richtung. Dann kann natürlich schon noch. Uff. Großes Uff. So, zack, plopp. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit in dem Level hängen. Ich will mir auf jeden Fall auch noch die Challenging-Dinger angucken. So, plopp. Was tue ich denn da? Warum lande ich denn da nicht mehr richtig? Ey, mache ich einen Quatsch. Mach ich einen Quatsch gerade? So. Plopp. Ist doch jetzt nur hier Zeitschinderei, was ich hier betreibe. Muss doch nicht sein. So. Mach Boom. Und einmal zack. Ach, es war die falsche Richtung. Ich muss ja nur noch da drauf und dann bin ich ja schon im Ziel. Das ist ja alles keine Kunst mehr da hinten. Ich konnte nur noch nicht so genau den Sprung abschätzen, den ich machen muss. Das war noch neu. Aber ansonsten ist das alles keine Kunst mehr. Uff. Ah, verdammt. Zu wenig. Zu wenig in der Luft gewesen. Hops. No. Ich habe mittlerweile gelesen, wir haben nicht die 100% in Link's Awakening geschafft. Weil dafür hätte man auch noch sämtliche Kammersteine haben müssen. Also auch die im Shop. Und es gibt beim Floßspiel gibt es noch einen Kammerstein für unter 30 Sekunden. Da muss man also nochmal schneller sein. Das heißt, wir haben tatsächlich Link's Awakening nicht zu 100% durchgespielt. Zum Glück habe ich es nicht als 100% Let's Play bezeichnet. Ja, die Kammersteine zählen leider dazu. Aber so ist es halt jetzt. Plopp. Hat eigentlich jemand von euch Link's Awakening im Heldenmodus gespielt und das auch geschafft? Weil das stelle ich mir schon kritisch. Also, das stelle ich mir schon schwierig vor. Man darf ja kein einziges Mal. Oder? Nee, war das so, dass man, wenn man stirbt, zurückgesetzt wird? Dass es wirklich nur einmal durchgeht oder so? War das so? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nicht, dass ich es jetzt mit Dings verwechsel. Mit Cadence. Auf Hyrule. So. Plop. Plop. Boom. Und rüber. Nein, bist du denn jetzt tatsächlich ausgelöst? Ach, komm schon. Warum? Warum hat er sich denn jetzt nicht ausgelöst? Jetzt werden wir doch bald die 50 Versuche durchhaben. Ja. Mäh. Mäh. Das ist ein bisschen mäh. Ach komm schon. Ich mache hier aber auch einen Quatsch nacheinander. Es ist ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen traurig. Es sind eigentlich echt nicht viele schwierige Stellen. Und da mache ich dann so einen Blödsinn. Oh. Also, ich bin der Meinung, wir hätten das schon vor 2 oder 3 Minuten haben können. Ich mache gerade nur Quatsch. Das Level ist nicht schwer. Ist schon wieder der gleiche Blödsinn. Ah. Conan, konzentrier dich. Auf geht's. Nein! Ach, komm schon. Hopp, hopp, hopp. Das hat nicht hingehauen. Hopp, hopp. Hopp. Plopp. Und zack. Nein, ich habe keinen Speed. Ah, es reicht. Es hat gereicht. Sehr schön. Nein, es hat nicht gereicht. Da hat jetzt gefehlt, der Speed. Ah, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Plopp. Guten Morgen. Plopp. Morgen.
morgen. Kann doch nicht sein. Ich will das andere Level sehen. Oh, Mann. Ich möchte nicht den ganzen Part in dem Level hängen. Das wäre vor allem überhaupt nicht verhältnismäßig. Dankeschön. Geht doch. Geht doch. Es war doch jetzt echt nicht so schwer. Was habe ich mich denn da so angestellt? Eieieiei. Och, und sogar den Rekord. Ja, Mensch. Nehme ich doch gleich mit. Sehr schön. Sehr gerne. Challenging Rooms. Okay, 1,91%. Can you make all three challenges? Kaizo included. Bonus. Find all four 50 coins. 3,39 ist der schnellste gewesen. Wie lange hat sie denn gebraucht? 3,33. Okay, also sie wäre eigentlich sogar Weltrekordhalter. Aber gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Ne, Challenging Rooms. Oh, da fehlt ein N im Titel. Das sehe ich jetzt erst. Na gut, kann man nicht mehr ändern. Man kann ja leider den Titel nicht ändern ohne... Ich nehme an, es gibt dann für jeden Raum eine Fahne, deswegen... Oh, muss ich hier hoch? Da ist bestimmt eine... Da ist eine Coin. Da oben ist eine Coin. Und... Ja, sag ich doch. Okay. Also, gefunden haben wir sie jetzt ja eigentlich schon. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, komm schon. Ja, an sich haben wir sie gefunden, ne? Ist jetzt, muss ich sie auch noch einsammeln? An sich ja, eigentlich ja. Das Lustige ist ja, die Coins kannst du ja eigentlich setzen, ohne sie selbst zu sammeln. Nee, ich lasse das jetzt, das ist mir zeitlich zu... Das ist die Zeit nicht wert. Ja, genau, ne? Es gibt immer schön neue Fahnen. Ja, drei Challenges. Auf geht's. Challenge 1, die Spin Jump Challenge. Oder auch nicht. Alles mögliche Challenge. Ah ne, es geht weiter mit Spin Jumps. Oh boy, das wird jetzt... wie springe ich denn da ab am blödsten? Ah, hat sogar gepasst. Okay, zack. Dann haben wir die erste Challenge schon geschafft, weil wir hier die rote Münze bekommen haben. Ja, Tatsache. Ja, da ist meine Coin. Die kriege ich sogar. Außer da kommt jetzt ein Spiny von oben runter oder keine Ahnung. Yay, die war einfacher. Sehr schön. Erste rote Münze. Plopp. Und plopp. Zweite Challenge. Dann gibt es wahrscheinlich pro Challenge auch eine... Oh nein. Was kommt denn da jetzt raus? Okay. Ach, ich kann auf dem... Ich laufe auf dem. Ups, ich wollte jetzt drauf von abspringen. Ja, guten Morgen. Jetzt will ich mal kurz gucken. Irgendwo, irgendwann ist bestimmt hier oben auch so eine Coin, aber jetzt nicht. Na gut, man läuft auf dem. Dann muss man da natürlich... Oh Gott, das wird interessant. Das wird interessant. In dem Raum werde ich öfter sterben. Wir gucken uns erstmal den anderen. Oh Mann. Okay, da kommt irgendwas runter. Ich komme da nicht hoch aktuell. Huh. Hi. Ich wollte da reingehen. Aber da kam was raus. Ach, so. Kann man da aber auch reingehen? Theoretisch? Nein. Ach ja, das war dann wohl nichts. Muss ich jetzt einen Shell-Jump machen? Ja. Oh Gott, nicht so. Nicht Neustart.
hier wirklich einen Shelljump verlangt oder bin ich einfach nur ein bisschen doof und sehe irgendwas anderes nicht? Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich... Ah, kann ich nicht. Okay. Oh. Hi. Das war jetzt nicht so klug. Wollte sagen, ich kann doch mit der Shell bestimmt jetzt zur Tür zurück, aber nein. Hat sie verhindert. Hat sie nachgedacht. Aber ich verstehe nicht, was das hier darstellen soll. Dass man... Ah, warte mal. Soll man hier eine Shell hochwerfen? Oder ist da ein Block? Oh, aber die Idee ist vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht brauche ich das nachher. Vielleicht brauche ich da nachher oben sogar eine. Ich nehme auf jeden Fall mal eine mit. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht brauche ich sogar mehrere da oben. Ich könnte mehr Shells da hochwerfen. Ah, wenn ich das helfe, wenn man das jetzt wieder wüsste, ne? Naja, gut hochgeworfen auf jeden Fall. Ist super. Ich würde dann erstmal gern gucken wollen, wie es da oben weitergeht. Ach Mensch. Also da war der erste Raum vergleichsweise einfach und hat ein bisschen falsch den Eindruck gegeben, was hier die Schwierigkeit sein wird. Weil jetzt stelle ich mich schon an hier. Na, so geht das nicht. Dankeschön. Ich wette, ich brauche noch ein... Ah, okay. Ah, ich wette, ich brauche noch eine Shell. Oder auch nicht. Ja, gut. Das heißt, ein Shell-Jump ist die Challenge gewesen. Ja, aber wo ist denn jetzt hier die gelbe... Na gut, vielleicht gibt es ja auch einfach keine von diesen gelben Münzen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch und war schon mal oben. Das ist mein... Oh nein. Oh nein, ist das jetzt mein Ernst? Ich war doch gerade oben. Oh, es ist nicht mein Ernst. Oh. Ich hatte es gerade ja geschafft. Und jetzt bin ich... Hä? Hä? Ich war doch gerade oben. Und es hat sich nicht... Hä? Und es hat sich nicht schwer angefühlt. Hä? Ich war doch gerade oben. Jetzt geht's nicht mehr. Ich komme nicht mehr hoch. Ich war doch gerade oben. Und ich hatte kein Problem, da hochzukommen. Ich bin einfach hochgegangen. Ich bin einfach hochgesprungen. Und jetzt macht es so Probleme. Warum? Es gibt so... Oh nein. Ich war... Warum? Ich verstehe es nicht. Ich war doch gerade... Ich bin gerade so schön einfach hochgesprungen, als wäre es nichts. Und dachte, okay, ja gut, es ist auch nicht schwer. Und jetzt... Hä? Und jetzt plötzlich ist es doch schwer. Oh, Gott sei Dank. Es hätte sich niemals... Oh. Oh, kann ich hier... Oh, kann ich hier Quatsch machen? Oh, kann ich hier Quatsch machen? Ich meine, ich habe die Münze schon, das ist mir schon klar, aber... Naja, es scheint nicht zu gehen. Mit einem Item vielleicht. Wenn man ein Item da irgendwie mit reinnehmen könnte, wäre das vielleicht möglich, aber... Ich weiß es nicht. Ha. Egal. So. Aber der Raum wird, wie gesagt... Ah, der wird richtig interessant. Der ist kritisch. Der Raum ist kritisch. Ja, es zieht mich halt auch automatisch darunter. Zieht mich automatisch darunter. Puh. Ja, der ist super.
Ey, wie machen wir das denn hier? Nee, jetzt, so wird das nix. Nee, es war zu bald. Ich muss mindestens drei so Sprünge schaffen. Ich weiß nicht, was dahinter kommt. Einmal die Landung hier geschafft. Noch nicht einmal. Also hier wird es nichts mit dem Weltrekord. Von 3 Minuten. Ach komm schon, ey. Hier wird es überhaupt schwierig, den Raum überhaupt zu schaffen. Puh. Mit Spinjump wird es ja nicht einfacher, ne? Da geht das Ding kaputt, oder? Ah, ne, geht nicht kaputt, aber es ist die gleiche Situation. Krieg's nicht hin? Krieg's nicht hin, auf dem Ding zu jonglieren. Das wäre zwar eh zu bald gewesen, ich muss da später drauf. Das ist mir schon klar. Ich sagte, ich muss da. Oh! Ja, naja, das zählt noch nicht, als wieder drauf gekommen. Okay, und dann gleich weiter. Oh je. Oh je. Der schießt ja erst, wenn ich hier hingehe, ne? Da schießt der ab, da. Nee. Man kommt halt auch, man kann halt auch nicht so gut Anlauf nehmen hier. Das ist. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll. Ja, genau so. Diese Mischung aus Eis und auf dem Ding landen, es ist. Boah, ist das grausam. Und jetzt gleich weit. Oh. Das gibt's doch nicht. Muss doch mit. Ist doch irgendein Trick ist da doch dahinter. Das kann doch nicht so schwierig sein. Da ist doch irgendein Trick dahinter. Ich weiß nicht welcher. Ich kann es sich bestimmt irgendwie vereinfachen. Entschuldigung fürs Scannen. Oh, oh! Oh, das war. Oh, es kommt noch ein Vierter mindestens. Oh Gott. Ah. Was soll ich tun? Nope. Ich habe keine Möglichkeit, das zu breaken. Es gibt keine Option. Boah. Kann ich auf dem Ding stehen bleiben? Das, wahrscheinlich auch nicht. Ich rutsche sofort runter. Egal wie ich drauf springe, ne? Das ist. Ah, wenn ich so ein bisschen gegenlenke, könnte es gehen. Okay. Eieieiei.
Ja, super. Es wird ja nicht mal funktionieren, ohne die Stacheln, über die ich springen muss. Ach, Mensch. Was ist denn das? Okay, okay, und gleich weiter. Ach, Gott. Puh. Gut, ich glaube, ich sollte einfach mal weniger so dieses, ich werde es nicht schaffen, diesen Modus abbrechen und einfach sagen, jetzt kriegen wir es hin. Ah, das war doch schon ein bisschen besser. Jetzt kann der Part auch mal ein bisschen über eine halbe Stunde werden, weil ich ab morgen wieder fürs Hochladen gutes Internet habe. Da bin ich wieder bei meinen Eltern und dann, ups, kann ich da einfach ganz fix alles hochladen, was ich jetzt auch gerade aufnehme. Easy. Vorausgesetzt, ich komme zu meinen Eltern. Vielleicht macht mir mein Tank einen Strich durch die Rechnung. Ich fahre gerade auf Reserve und ich versuche eine Tankstelle hier anzupeilen, die sehr günstig ist. Aber da muss ich ein Stück für kommen. Also ein Stückchen noch zurücklegen. Oh, das war schon besser. Ein Stück Strecke noch zurücklegen. Bevor ich da hinkomme. Aber sollte machbar sein. Wenn nicht, bleibe ich mitten auf der Strecke stehen. Yay! Nur weil ich günstiger tanken will. Ah, ist echt eine super günstige Tankstelle. Die ist immer gut ordentlich. Also die ist halt mitten auf der Strecke, die ich sowieso fahre. Und ist einfach super günstig. Insofern versuche ich immer die anzupeilen. Und nicht hier bei den normalen Tankstellen zu tanken. Ich weiß nicht, wie die sich das leisten kann, so günstig zu sein, aber sie ist es halt. Oh, das... Oh Mann, ich dachte jetzt gerade, ich habe einen Lauf, aber hat noch nicht hingehauen, der Lauf. Boah. Okay, 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 es ist... Oh, aber ich muss dann auf dem Ding drauf. Ich muss auf dem Ding drauf an die Münze kommen. Das ist ja richtig eklig. Schaffe ich es vielleicht irgendwie? Ich probiere mal was. Vielleicht muss ich gar nicht so gegensteuern, wie ich das bisher mache. Vielleicht kann man es schaffen. Wirklich nur zu springen und das Ding wird durch den Schub, den man dann hat, dass man da irgendwie so drüber kommt, automatisch. Weil ich muss am Ende auf dem Ding noch drauf sein. Das ist ja richtig suboptimal. Das jetzt gemacht. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nichts ist die Antwort. Nichts. Hops. Und oh Gott, ey. Ich krieg's aber halt auch einfach nicht hin. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Ach, vorne an dem Ding wahrscheinlich. Wahrscheinlich vorne an dem Ding. Ich wollte sagen, aber auf der Stachel bin ich ja noch nicht gelandet. Das hingegen war jetzt eine Stachel. Es wird nicht besser. Es wird gerade nicht besser. Nein. Oh, das war bisher der beste Versuch. Aber ich merke... Wenn ich von dem Ding abspringe selber, dann ist es nicht mehr ganz so kritisch, wie wenn ich von dem Eis hier abspringe anscheinend. Sehe ich das richtig? Und dann müsste ich am Ende draufstehen bleiben können.
Vielleicht mache ich auch irgendwas gerade grundlegend falsch und es ist viel einfacher, als ich denke. Das kann natürlich auch sein. Ich bin einfach blöd. Ich glaube, es geht, dass man eben nicht so abgeschoben wird. Dass man einfach drauf bleibt. Ich versuche jetzt mal gegenzulenken. Ja, genau so. Wenn ich das habe, dann geht's doch. Dann muss ich doch nicht mehr so krass rumwurschteln. Das versuche ich jetzt nochmal. Ich darf, glaube ich, einfach nur nicht so... Ja, okay, dann kriegen wir es. Oh mein Gott, ich bin einfach blöd. Dann kriegen wir es hin. Oh Mist, ich habe das falsch eingeschätzt von der Steuerung her. Dann sollte es machbar sein. Indem ich einfach gegenlenke. So, so. Oh mein Gott. Ich bin so blöd, ey. Ja, dann ist hier oben die Münze. So. Oh, ich bin so doof. Alles klar. Das ist jetzt dann hier oben die dritte Münze. Dann ist die vierte wahrscheinlich hinter dem Schlüssel, weil in der dritten Challenge war ja keine Münze. Ich werde mich jetzt nicht in die Lücke da rein. Das ist mir zu doof. Aber wahrscheinlich ist hier noch eine Challenge. Okay, dann ist hier noch eine Challenge. Nur für die Münze? Ah ja. Aber die Münze am Anfang, die kriege ich einfach nicht. Bin ich zu doof für. Cool. Also der zweite Raum, ordentlich. wenn man mal dahinter kommt. Aber ich hab das falsch eingeschätzt. Ich habe das steuerungstechnisch falsch eingeschätzt. Komplett mein Fehler. Ah, dann wäre der Weltrekord eigentlich sogar drinnen da. Jetzt will ich. Jetzt will ich's. Jetzt will ich's wissen. Ah, wobei. Ah, da muss ich jetzt wieder an den Springboards vorbei. Ah, nee. Lass mal nicht. Entschuldige. Wir beenden den Part. Das wird sonst nur länger und frustrierend. Muss nicht sein. Gut. Dann werde ich mal gucken. Dafür muss ich jetzt kurz auf mein Level gehen. Quatsch. Auf mein Level. Übrigens, ich hab verstanden, das hier sind nicht... Ich dachte erst, das sind so Länder, ja. Keine Ahnung. Doch, das ist doch... US und Japan und so. Aber NM ist zum Beispiel Nintendo Minute. Das ist irgendein YouTube-Kanal. Und ich dachte halt, EU ist dann Europa, aber vielleicht ist es gar nicht Europa und heißt irgendwas anderes. Irgendeine Gruppe EU, was weiß ich. Weil NM ist Nintendo Minute oder sowas. Habe ich gelernt. Aber ich habe ein paar Level von denen gesehen. In einem Video von, ich glaube, Nintendo war es. So genial sah das jetzt auch nicht aus. Also, da gibt es deutlich schönere Sachen. Aber gut, wo ist denn... Wie finde ich denn jetzt mein Kram? Nein. Ach, Y war das. Da sind wir zu Hause. So. Wait. Ach so. So, und da hat Josen kommentiert... Diese Abschlussrate... Oh mein Gott. Ach, Chosen hat sogar den Weltrekord. Ja, guten Morgen. Da hat Chosen kommentiert. Jawohl. Und darüber finde ich dann seine Level. Perfekt. Dann geht's hier nächstes Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.